ihr Hübschen, wie ihr oben gelesen habt, war ich mal wieder etwas bei Lebensmittel-Sonderposten shoppen und ich dachte mir, ich mache euch heute mal wieder einen Haul. Es ist ein riesen Karton voll geworden, habt ihr ja schon auf dem Bild gesehen. Und ja, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich werde ja in 2 Wochen 40 und möchte ein bisschen bei mir zu Hause feiern. Und deswegen habe ich schon einige Süßigkeiten mitbestellt, wo ich dann eben ein bisschen mit dazustellen kann. Genau, einmal habe ich diese hier bestellt, so Dickmanns, hatte ich mal Lust drauf. Wie gedacht, könnte man ganz gut benutzen. Dann waren super günstig diese Toffifee. Ich finde, die kann man auch immer schön hinstellen. Dann hatte ich hier noch, die fand ich auch ganz spannend, so Haselnusskugeln, oder ist es Haselnuss? Erdnusswaffelkugeln, ja, genau, das fand ich auch ganz spannend. Dann für meine Spülmaschine 2 so Pads, genau, zum Putzen und genau, also zum Reinigen meine ich, genau. Dann habe ich mal wieder Papier zu schnell gebraucht. Diese hier, jetzt muss ich hier mal schnell was wegmachen, das stört mich. Genau, die waren auch sehr günstig dort, deswegen habe ich die bestellt. Also ich mag immer schon die fertigen zugeschnittenen. Wenn man selber runterschneiden muss, das nervt mich immer. Genau. Dann habe ich mir hier noch ein paar so Balzenkekse mitbestellt. Kipferl, die mag ich ganz gerne und auch die machen sich, denke ich, ganz gut, wenn ich die ein bisschen mit hinlege. Dann Kinderschokolade, ja, die liebe ich total und das sind so kleine, genau so Minis und jetzt ist mein Kater auch im Karton. Stinky, was wird denn das? Ja, wir lassen ihn einfach mal kurz mit drinnen. Genau, da war ich, also die habe ich auch noch mitbestellt. Dann brauche ich fürs Baby genauso einen Schutz für die Steckdose. Da gab es ein großes Set, auch ganz günstig. Hier. Ne, das brauche ich jetzt auch demnächst, beziehungsweise ja, das Baby ist ja jetzt noch klein, aber ich habe mir gedacht, ich bereite schon mal vor, habe es dann schon mal da und genau, dann muss ich da nicht noch rumrennen, sondern habe schon alles bereit. Dann, ja, die fand ich auch ganz spannend und zwar Werthers Original Karamell Bites. Die haben hier so einen Knusperkern. Ja, ich dachte, die kann man vielleicht auch noch ganz schön mit hin dekorieren. Dann gab es so kleine Dickmanns. Ah, die fand ich auch so süß. Ja, so eine ganz kleine Schachtel. Seht ihr das? So niedlich. Ja, die musste ich dann auch mitbestellen. Dann habe ich mir 2 Brillenputztücher bestellt. Ich finde, die muss man regelmäßig austauschen, sonst machen die einfach nicht mehr sauber. Das nervt mich zu Tode. Und ja, die waren recht günstig. Dachte ich mir, die teste ich mal. Dann hatte ich irgendwie Bock auf eine Pistazien-Schokolade. Ja. Dann habe ich mir die hier mitbestellt. Ich meine, momentan sieht man ja überall diese Dubai-Schokolade. Aber irgendwie so knuspriges Zeug mag ich immer nicht. Dann habe ich mir gedacht, schaut auch ganz schmackofatz aus. Dann habe ich mir diese Handschuhe bestellt. Ihr wisst ja, ich habe 2 Katzen und ich bin ja schwanger. Und wenn ich das Katzenklo sauber mache, nehme ich halt die Handschuhe und Mundschutz. Und genau, dann passiert da nichts. Ja, also ich habe 2 reine Hauskatzen, die dürfen ja nicht raus, wie ihr wisst. Und ich verfütte auch kein rohes Fleisch, also ist eigentlich kein Stress. Und ich bin auch mit Katzen groß geworden. Ich müsste jetzt heute, ich versuche die ganze Zeit beim Frauenarzt durchzukommen, das Ergebnis vom Toxoplasmose-Test, schauen wir mal, was da rauskommt. Ich denke, dass ich da vielleicht sogar den Erreger schon in mir habe. Genau, aber sicher ist sicher. Ich finde, die kann man eh, ich nehme die auch zum Kochen voll gerne. Dann gab es total günstig Zahnpasta. Ich finde, Zahnpasta braucht man immer. Und wenn es die günstig gibt, schlage ich da eigentlich zu. Und zwar, da gab es diese Blender Med, die Extra Fresh Clean. Ja, die finde ich gut, deswegen habe ich die mitbestellt. Die habt ihr auch schon oft bei mir gesehen, diese Oral-B. Das ist jetzt die Zahnfleisch- und Schmelzrepair. Ja, die kosten normal 3, 4, 5 Euro. Und wenn die für 1,99 oder für 1 Euro, ich glaube, da waren sogar welche nur für 1 Euro dabei, dann schlage ich dazu. Genau, dann habe ich mir die noch mitbestellt. Die fand ich auch interessant. Die kannte ich jetzt nicht. Hygienik speziell, ach Gott, für dritte Zähne. Heieiei. Aber die kann man doch bestimmt. Spezialzahncreme. Ach, das habe ich überhaupt nicht gelesen.
Zahnfärbungen, aber ich denke, das Zahnersatz. Weiß ich jetzt auch nicht. Ha, habe ich nicht gelesen. Blöd. Dann dachte ich mir für meinen Geburtstag noch ein paar Chips. Kann man auch immer gebrauchen. Das sind jetzt die Originalen. Ich finde, die mag immer jeder. Aber die klingen gerade relativ kaputti. Naja. Dann habe ich das hier gesehen. Pickup, so kleine. Fand ich auch ganz spannend. Dann brauchte ich mal wieder ja, Tesafilm. Gab es dort auch ganz günstig. Dann gab es noch eine Zahncreme und zwar diese hier. Das, oh, falsch schon, so rum. Die Variante, das ist die Variante Zahnfleischpflege und antibakterieller Schutz. Ja, ich glaube, die hatte ich schon mal und die fand ich super gut. Dann, ja, das fand ich auch voll cool. Schaut mal hier, was ich gefunden habe. Ein Snickers Snack Mix. Das sind so Schokoladendinger, Karamell und Nüsse. Ich fand das irgendwie cool. Muss ich probieren. Dann, ja, ich liebe einfach die Gemüsebouillon. Ich finde es die beste. Ich habe jetzt immer, ja, darauf geachtet, dass ich mir nur noch welche ohne Hefeextrakt, bla bla bla. Aber ich finde, es schmeckt einfach nicht so. Also ich finde einfach, das ist die beste. Deswegen habe ich mir da jetzt mal wieder so einen größeren Pott geholt. Dann hier noch ein paar Gummibärchen, die fand ich auch interessant, die habe ich nicht gekannt. Und zwar von Lachgummi Miliane. Das sind so kleine, die fand ich so süß. Ja, die mussten auch mit. Und dann eine Limited Edition von diesen, wie heißen die? Nimm zwei Soft. Splash heißt das Ganze. Und ja, Granatapfel, Melone und ja, da stehe ich voll drauf. Ananas, ja. Dachte ich mir, die sind auch ganz cool. Und dann habe ich hier noch zwei ganz interessante Produkte. Und zwar eine Zahncreme mit Koffein. Die kann ich dann nach meiner Schwangerschaft benutzen. Also ich währenddessen jetzt nehme ich sie nicht, aber schaut mal, wie edel die aussieht. Ich weiß nicht, ich kenne auch die Marke gar nicht. Jus Energy Boost Zahncreme mit Koffein. Mit extra Wacheffekt und zum Schutz vor Karies, Plaque, Zahnstein, Verfärbungen und schlechtem Atem. Ja, ganz spannend. Und dazu gab es auch noch sehr günstig die Mundspülung. Ja, Mundspülung mit Koffein, Energy Boost. Ja, steht das Allergleiche drauf. Finde ich, schaut super edel aus. Und ja, bin ich mal gespannt. Dann kommen wir schon zu den letzten zwei Produkten. Ja, die fand ich super spannend. Eine Cheese Soße Chili. Da bin ich auch super drauf gespannt. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt, was man immer braucht. Und zwar Ajax, dieser Allzweckreiniger mit frische Duft. Zweimal frische Effekt. Ich finde, Ajax macht super Putzmittelsachen. Ich rieche mal dran, mich interessiert der frische Duft. Ach ja, Das riecht einfach nur ganz, ganz rein. Ja, so mag ich das. Genau. Lieben wir, lieben wir. Ja, das war's gewesen, meine Hübschen. Jetzt hockt meine andere Katze im Karton. Ivy, findest du gut? Jetzt ist er rausgesprungen, weil er erschrocken ist. Hier, Schatzi, kannst du wieder rein? Komm, spring rein. Wollt ihr es kurz sehen? Da oben ist der Betsy. Da unten, ah, schaut mal. Und schau, ist die Katze drinnen. Ja. Ist einfach so süß. So, meine Lieben, das war's gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao.